Bevor jetzt das eigentliche Video losgeht, noch eine kleine Information. Diese Aufnahme ist total spontan entstanden und daher auch sehr, sehr, sehr chaotisch. Deshalb nehmt es mir bitte nicht übel, da es wirklich sehr chaotisch ist. Schaut es euch an und viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen mit mir, den Eisenbahn-MC, zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich Minecraft gespielt habe. Ich wurde mal angesprochen, hey, wann spielst du mal eigentlich wieder Minecraft? Und ich sagte so, ja, es ist ein bisschen schwer, Minecraft jetzt aufzunehmen, da ich keine Idee habe, was ich machen kann. Daraufhin kam jetzt meine Idee, mal einen kleinen Modpack zu erstellen. Ja gut, Modpack kann man das nicht nennen. Das sind einfach nur Mods im Mod-Ordner geschmissen, wie man auch sehen kann. Es sind einige Mods, ich habe von vielen gar keine Ahnung. Ich weiß bloß, dass das hier eine Temperatur... Ups, ihr seht hier, ich war hier ein bisschen am Rumfliegen. Denn ich bin mitten im Ozean gespawnt, wo einfach nichts war. Ich habe mich versucht mit Teleportieren und bin ewig lange herumgeflogen. Da fällt mir gerade was ein. Seeschluss, Spawn Point. Ich setze jetzt hier den World Spawn Point. Slash Set World Spawn. So. Ja, daraufhin habe ich gedacht, ja komm, schmeiß mal ein paar Mods in den Mods-Ordner, installierst du mal Forge. Eigentlich wollte ich das mit der Version 1.13 machen, aber das hat mir ein bisschen zu lange gedauert, denn Forge schafft es nicht, eine Version für die 1.13 rauszubringen. Genauso wie Optifine. Optifine braucht auch ewig, eine Release-Version rauszubringen. Für Optifine gibt es allerdings eine Beta, aber ich weiß nicht, ob die Sounds ein bisschen zu laut sind. Hoppala. Mach das mal hier so auf 28%. Ja, für Optifine schafft es wenigstens eine Beta rauszubringen. Aber schaffen es auch nicht, eine Release rauszubringen. Deswegen für die 1.13 gibt es einfach keine Mods für Forge. Oder keine Forge-Mods, wo man keine Modpacks erstellen kann. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen bin ich jetzt in der 1.12. Wie lange wird das Projekt gehen? Das geht so lange, bis Forge es schafft, eine Version für die 1.13 rauszubringen. Ja, ich habe hier einfach mal, was weiß ich, wie viele Mods hier reingeschmissen. Wir werden die gemeinsam anschauen. Von vielen habe ich selber gar keine Ahnung. Ich kann ja mal hier mal gucken. Wir haben hier, das ist alles Standard. Standard, Standard, Standard. Auch Standard. Chisel Mod habe ich drin. Den kenne ich auch. Chisel, 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 Chisel und Bits habe ich auch drin. Ich werde euch mal an der allerletzten Folge, ich werde eine Playlist anlegen, in der allerletzten Folge eine kleine Modliste in die Videobeschreibung packen. Ihr könnt es dann selber alles herunterladen. Ja. Inventory Pads habe ich. Iron Chest und More Furnace habe ich drin. Genau. Mob Armor, es sind alles so Mods, wo ich gedacht habe, hey, die sehen gut aus. Und mir ist, glaube ich, hier ein bisschen zu kalt jetzt. Falls ihr gute Mods kennt, die ihr gerne drin haben wollt, und ich merke gerade, ich habe den Ice and Fire Mod vergessen, werde ich, glaube ich, nachträglich hinzufügen. So, jetzt, falls ihr gute Mods kennt, dann schreibt es mir in die Kommentare, die füge ich alle noch nachträglich hinzu. Ist schon ein bisschen länger her, wo ich Minecraft aufgenommen habe, allgemein schon YouTube-Videos. Ich habe in letzter Zeit so ziemlich viel Warface hochgeladen. Wer das Spiel nicht... Oh, ruckelt das jetzt. Ach du Kacke, ruckelt das. Ich habe übrigens auch einen Wettermod drin. Sieht man das? Nee. Es ruckelt jetzt hier gerade ein bisschen. Ich hoffe, es legt sich wieder. Wenn nicht, dann muss ich nachgucken.
Ja, ich habe hab letzte Zeit ein bisschen viel Warface hochgeladen, da Minecraft nicht mehr so gut geschaut worden ist. Falls ihr das Spiel nicht kennt, geht jetzt oben ein i auf. Schaut es euch mal an, vielleicht gefällt es euch ja. Wie es mit Warface weitergeht, habe ich auch, denn es schaut zurzeit auch niemand mehr an. So, habe ich auch noch ein bisschen Holz. Muss ja mal gucken, dass ich eine Basis bekomme, denn hier sind auch Monster. Was mache ich denn hier? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe schon länger kein Minecraft mehr gespielt. Wann habe ich denn zuletzt Minecraft gespielt? Ich habe keine Ahnung. So. Ich mache mir hier mal erstmal so... Ach komm. Ich mache mir hier erstmal so ein bisschen Standard-Equipment. So. Spitzhacke. Falls ihr das gut findet, dass ich mal Minecraft mit Mod spiele, dann schreibt es mir mal in die Kommentare und lasst ein Like und ein Abo da. Es würde mich persönlich mega, 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 mega freuen. Und ich habe jetzt vergessen, einen Timer zu stellen. Ja, toll. Ich muss jetzt mal kurz einen Timer stellen, weil sonst weiß ich nicht, wie lange ich aufnehme. Die erste Folge wird, glaube ich, eher ein bisschen kürzer sein. Moment. Stoppuhr. So, jetzt läuft auch ein Timer. Ich gehe mal davon aus, dass ich schon 5 Minuten aufgenommen habe. Wenn überhaupt schon mehr. Hier mehr Kohle. Hier unten ist es wieder kühler. Ach komm. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen farmen gehen. Ja, zurzeit fallen mir keine Aufnahmeideen ein. Falls ihr Ideen habt, was ich aufnehmen kann, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Würde mich persönlich mega freuen und lasst mir auch gerne ein Feedback da. Auch Kritik ist erwünscht. Auf allen Videos könnt ihr gerne Kritik schreiben. Bloß sollen es halt keine Beleidigungen sein. Denn die werden von mir oder von... ein Moderator von mir gesperrt oder rausgenommen. So, ich mache mal kurz hier mal Fackeln. So. Oh Gott, es ist Nacht. Ja, yeah, ich freue mich, ja. Und es ist hier total kalt. Mir ist kalt. Denn man bekommt hier auch Schaden, wenn es mir zu kalt wird. Und nebenbei Hunger habe ich auch Durst. Das heißt, wenn die Wassertropfen über meine Hungerleiste... Was ist denn das? Hä? Geil! Ich bin ein Schaf! Wie cool ist das denn? Ich bin ein Schaf. Geil. Sehr cool. Was ist das für ein Mod? Ich habe einfach nur Mods reingeschmissen und ich habe keine Ahnung. Was ist das aber für ein Mod? Ah, nein. Shitte. Nein, 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 nein. Oh Gott, Leute. Bin jetzt hier erstmal sicher. Hoffe ich zumindest. Da muss ich hier drin ein bisschen craften. Dürfte eigentlich kein Problem sein. So. Machen wir mal ein paar Sticks. Schadet ja nie. Dann mache ich mal eine Steinspitzhacke. Ich habe auch einen Dungeon-Mod installiert. Ich weiß allerdings nicht, wo der nächste Dungeon ist. Ich werde mal... Folge 3 oder Folge 4 mal auf Erkundungstour gehen.
Wie gesagt, wir bauen uns jetzt hier erstmal ein bisschen auf. Falls euch das Projekt gefällt, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich persönlich sehr, sehr, sehr freuen und würde mir auch zeigen, dass es euch gefällt. Ihr könnt mir auch gerne Mods-Vorschläge in die Kommentare schreiben. Also welche Mods ich spielen soll. Und einfügen soll. So, was wollte ich denn noch machen? Genau. Ofen. Kann ich hier erstmal ein bisschen Platz machen. Geil, ich bin einfach ein Schaf. Wie cool. Mäh. Mäh. Ist ja ein cooler Mod. Werkbank nehmen wir auch mit. Ist jetzt blöd, dass es Nacht geworden ist. So. Dann ein Ofen. Dann brate ich mal das Fleisch. Und ich brauche Wasserflaschen, weil ich habe Durst. Und ich komme nicht raus. Ich mache mir mal kurz ein Schwert. Und gehe raus. Total unauffälliges Schaf hier. Oh, nein. Nein. Stopp. 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 Au. Leute, ich habe ein Problem. Geil, schon in Folge 1 gestorben. Ich soll jetzt an mein Zeug kommen. Vor allem, wo bin ich überhaupt runtergefallen? Nein, komm, lass mich in Frieden. Nein, hier bin ich, glaube ich, nicht runtergefallen, oder? Bin ich hier runtergefallen? Nein, bin ich nicht. Hier ist noch ein Creeper. Blöden Monster. Boah. Stresst mich jetzt hier gerade ein bisschen. Zur Hölle bin ich runtergefallen. Bin ich hier runtergefallen? Jedenfalls weiß ich nur, dass ich irgendwo runtergefallen bin. Au. Au. Komm bitte. Nein. Leute. Nein. Kommt schon, bitte. Wie könnt ihr nur so ein unschuldiges Schaf jagen? Das hat euch nichts gemacht. Ja, moin. Lol. Ach, kommt schon. Ich sollte mal einen Death-Counter einbauen. Mache ich bis zur nächsten Folge. Bin ich denn runtergefallen? Ach kommt schon. Ich will nur meine Sachen wieder haben. Lass mich doch in Frieden. Au. Ja. Oh oh. Geht hier ab, wie viele Monster sind hier? Ist doch nicht mehr normal. Braucht mir niemand sagen, dass das hier noch normal ist. Nein. Geil, die kämpfen miteinander. Wo bin ich denn reingefallen? Ich finde meine Sachen nicht mehr. Ja, jetzt kümmert er sich um mich. Komm schon, bitte. Regnet?
regnet. Grafikeinstellungen, Animation, Partikel, Minimal. Options, Grafikeinstellungen, Animation. Gibt es ja auch irgendwie so Regen? Regenplätschern heißt es, glaube ich. Ist an. Naja, okay. Ist der Sound auch wieder weg? Wo bin ich denn jetzt hingefallen? Meine Sachen! Immerhin weiß ich, wo ich gestorben bin. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal richtig gut. Hä, es regnet. Warum habe ich keinen Regenpartikel? Medium. 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 Ha. Ich habe keine Ahnung. Ja, kommt schon, bitte. Lass dich bitte nur meine Sachen holen. Ich wäre schon mega lieb von euch. Hier bin ich falsch. Oh, Mann. Stresst mich jetzt gerade mega. Ich hätte vielleicht, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, /timesetday eingeben sollen. Hätte ich vielleicht bis dahin ein Häuschen bauen können. Ach komm, lass mich doch in Frieden. Ich flipp aus, so Leute, mir reicht's. Ups. Ups. Nein. Ich bin so ein Genie. Gut, dann warten wir, bis die Sprache auf... keine Ahnung, gestellt worden ist. Ich weiß gar nicht, was ich angeklickt habe. Bis gleich. Leute, was ist das für eine Sprache? Wo kann ich jetzt bitte meine Sprache ändern? Nein. 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 Lol. Na, auch nicht, hä? Toll, jetzt habe ich nur eine Sprache, die ich nicht verstehe. Ah, okay. Deutsch. Nee, ich bin nicht Österreicher, ich bin Deutscher, so. Bis gleich. Ja, Leute, ab hier ist die Audiospur kaputt gegangen und irgendwie ist es jetzt total verschoben. Es ist um 5 Minuten verschoben, meine Audiospur, und ich kann die nicht mehr zurückschieben, weil Bild und Audio ein Video ist. Deshalb werde ich jetzt alles nachkommentieren und ich gehe hier gerade mal wieder zurück und will meine Sachen holen. Ich habe die Monster jetzt ausgemacht, indem ich einfach mal jetzt kurz auf friedlich stelle und dann wieder auf normal. Leute, ich muss es machen, weil sonst kriege ich einfach meine Sachen nicht mehr. Jetzt gehe ich mal meine Sachen holen. Ja, hier, da sind es keine Monster, oder? Nee, doch nicht. Geil, Leute, ich habe meine Sachen wieder. Oh, da bin ich jetzt 10-mal gestorben. Ich baue mal bis zur nächsten Folge einen Death-Counter ein. Da können wir gucken, wie oft ich gestorben bin. Na, wie komme ich da jetzt hoch? Ich muss mich da jetzt hochbauen. Erstmal noch Schaf töten, gibt Wolle. Denn mit Wolle kann ich mir eine Wollrüstung bauen. Und dann wird mir nicht zu schnell kalt. So, endlich mal jetzt hier nach oben.
verwandle mich mal wieder zurück, weil jetzt beende ich auch mal langsam das Video, würde ich sagen. Ich sammle mal noch ein bisschen hier die Erde ein. Kann ich die auch einsammeln? Ja, denke mal schon. Ja, das war's dann eigentlich auch. Ich gehe mal kurz nochmal zurück und hole mal das Fleisch aus dem Ofen raus. So, wunderbar. So, mir ist jetzt auch heiß. Ich muss jetzt mal langsam an Wasser gehen, weil sonst bekomme ich Schaden. Wenn mir zu heiß ist, und das ist natürlich nicht so gut. So, schnell ins Wasser. Also, ist aber ein ganz schön weiter Weg bis dahin. So, jetzt ins Wasser. So. Ja, Leute, das war's dann auch mit der chaotischen Folge Minecraft Modbox. Falls ihr mehr sehen wollt, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da und schreibt einen Kommentar. Auch Kritik ist erwünscht. Ja, dann sage ich auch ciao mit V, bis zum nächsten Mal und tschüss.